gesundes Jahr zurückblicken darf, ist es eigentlich, glaube ich, schon sehr schön, wenn man mal an jene Menschen denkt, die ja im Leben nicht unbedingt mit so viel Glück gesegnet sind und trotzdem ein ganz, ganz wertvoller Teil unserer Gemeinschaft sind. Und hier bitte ich jetzt eine professionelle, ausgebildete Sozialarbeiterin mit viel Berufserfahrung und mit noch viel mehr Herz bei mir auf die Bühne, liebe Martina Pentekon. Und wir werden jetzt versuchen, in einem kurzen Dialog diese Idee und diese Vorarbeit Ihnen näher zu bringen. Also, liebe Martina, alle haben diese Folder auf ihrem Sitz. Wie heißt unser Folder? Jetzt geht es um unsere Zielgruppe. Wen haben wir uns eigentlich ausgesucht? Wer wird denn unsere Gesellschaft vergessen? Ja, Mitternacht ist für junge Erwachsene mit geistiger und oder körperlicher Beeinträchtigung. Ich denke, es gibt in Lunga einen Haufen junge Leute mit einer geistigen oder körperlichen Beeinträchtigung. Und im Gegensatz dazu wenig bis gar kein Angebot. Außerdem ist es mir ein persönliches Anliegen, mit Leuten zu arbeiten, mit etwas zu machen, die besondere Fähigkeiten oder besondere Bedürfnisse haben. Ja, wunderschön. Und wir, Sie sehen, haben wir diese Folder aufgelegt und die Idee ist ja in erster Linie schon mal jetzt Geld zu spenden und da die Wertschätzung für dieses Projekt und für dieses Konzert zu geben und auf der anderen Seite aber auch Zeit. Ganz was Wertvolles, Zeit. Also, dass man einfach mit besonderen Menschen Zeit verbringt und wo liegen da so die Ziele? Wir haben im Vorfeld natürlich die Ziele ganz klar definiert und miteinander bietet unter Anführungszeichen freiwillige Aktivitäten für junge Leute an. Das geht von, also erstens ist es immer wichtig, ein gemeinsames Kennenlernen, gemeinsame Interessen zu finden, aber auch junge Leute mit Beeinträchtigung in ihrer Freizeit zu begleiten, sei es schwimmen, sei es ins Kaffeehaus gehen, sei es einmal ein Bier trinken. Oder miteinander kann er Workshops anbieten, die die jungen Leute interessiert. Ein Tanzworkshop oder ja, ein Kreativworkshop. Martina, danke. Und nachdem in meinem Leben ein paar Sachen draufgekommen sind, die angefangen haben, so hoffe ich auch, dass dieses Projekt erfolgreich wird. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und Sie sind dann herzlich eingeladen. Meine Mitarbeiter mit diesen Töpfen natürlich ihre Wertschätzung für das Konzert und für dieses Projekt mitzuteilen. Also, Sie haben den Flyer am Sitz und da steht meine Telefonnummer und meine E-Mail-Adresse um. Wenn Sie Zeit spenden wollen oder wenn Sie mehr Informationen haben wollen, rufen Sie mich an oder schreiben mir E-Mail-Daten zu Tag frei.